Welche Vorbereitungen muss ich treffen, um mein Kind taufen zu lassen? Wenn Sie Ihr Kind taufen lassen möchten, dann melden Sie sich bitte telefonisch oder per E-Mail schriftlich im Pfarrbüro. Natürlich ist eine Taufe nur dann wirklich sinnvoll, wenn es im Umfeld des Kindes wenigstens den ein oder die andere Christin gibt. Aber Sie müssen keinen TÜV schaffen. Ja? Sie müssen kein Rallye-Examen ablegen und auch nicht den Pfarrer in einer erbitterten Schlacht davon überzeugen, doch Ihr Kind taufen zu lassen, zu taufen. Sagen Sie ehrlich, was Sie denken und was Sie möchten, und wir werden Ihnen dann 3 Formulare zukommen lassen. Da ist zum einen die Taufanmeldung. Die bitten wir Sie gut leserlich auszufüllen, damit Ihre Namen auf den offiziellen Dokumenten dann auch richtig geschrieben sind. Bitte vergessen Sie auch nicht, Ihre Telefonnummer und Ihre E-Mail-Adresse anzugeben, damit wir Sie gegebenenfalls schnell erreichen können. Das zweite Dokument, die Taufmodule. Die Taufmodule sollen Ihnen helfen, sich auf Ihre Taufe besser vorzubereiten. Hier sehen Sie einen groben Ablauf, den wir dann im persönlichen Gespräch mit Ihren Wünschen ergänzen. Vielleicht haben Sie da schon Ideen, zum Beispiel was die Lieder angeht oder bestimmte Gebete, die Sie gerne hätten. Und schließlich noch drittens die ergänzenden Informationen, die wiederum helfen uns, Ihre Taufe besser vorzubereiten. Besonders die sogenannte Weiterleitungsnummer erspart uns viel, viel Mühe. Sehr schön sind gemeinsame Tauffeiern, in denen mehrere Kinder aus mehreren Familien getauft werden. Da lernt man oft interessante Leute kennen und das mit dem Singen klappt im Normalfall dann auch besser. Etwa 10 Tage vor Ihrer Taufe, meist an einem Mittwoch im Anschluss an die Abendmesse, 19.15 Uhr etwa, findet dann ein Treffen statt, zu dem Eltern und gegebenenfalls auch die Paten eingeladen werden. Hier werfen wir unsere Ideen zusammen und konzipieren Ihre Taufe. Sie haben dann noch etwa 10 Tage Zeit, um zum Beispiel ein Liederheft vorzubereiten oder eine Taufkerze zu basteln oder Fürbitten zu formulieren oder einen Musiker zu fragen und so weiter und so fort. Falls Sie zu so einem Treffen selber keine Zeit finden, empfehlen wir Ihnen, diese Videos hier anzuschauen, denn hier finden Sie auch alle Informationen, die Sie brauchen.